Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. Ihr seht, ich habe da drüben wieder mal meine Maus angestoßen, den Giebel fertig gebaut und habe das jetzt mal so gebaut, wie es eigentlich sein sollte. Das habe ich natürlich schon getutet. So, ich muss erst mal kurz was schnabulieren. Es gab auch leider Gottes in den letzten beiden Folgen einfach mal straight kein Sound. Lag einfach nur daran, ich habe meinen Soundtreiber neu installiert und dementsprechend nicht dran gedacht, das in DxTory auch umzustellen. Und da ist es dann passiert, dass ich einfach straight bei einer Aufnahme keinen Soundtreiber habe. So ein Scheiß aber auch. Passiert, aber macht gar nichts. Ich hoffe, das Video ist trotzdem unterhaltsam gewesen und es tut einfach nichts zur Sache. Ich habe es noch nicht weiter kontrolliert, weil ich war heute im absoluten Fußballfieber. Und zwar nehme ich jetzt gerade wirklich direkt nach dem Fußballspiel Werder Bremen gegen VfB Stuttgart auf. Ein wahres Erlebnis, dieses Fußballspiel. Wer auch immer das mit gesehen hat, wird wissen, wovon ich spreche. Es war die Hölle. Es war echt die Hölle. Und als nachher am Ende der Endstand gewesen ist von 6:2, habe ich mich gefragt, was wäre gewesen, wenn Werder Bremen tatsächlich die gesamte Saison so gespielt hätte wie heute Abend, beziehungsweise für euch wie Montagabend, sprich vorgestern Abend. Es ist sagenhaft, was dabei rausgekommen ist. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Werder Bremen tatsächlich imstande ist, sowas noch diese Saison abzuliefern, wie sie es heute getan haben. Respekt, liebe Freunde, Respekt. Also da muss ich echt sagen, da muss ich wirklich ernsthaft die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn die wirklich von Anfang an so gespielt hätten. Ich mag es mir echt nicht ausmalen. Es ist wirklich irre. Einfach straight irre. So, wir fällen noch ein paar Bäumchen und werden dann einen anderen Giebel bauen. Da haben wir dann schon mal die Wände hochgezogen. Genau. Ups, hallo. So, und habe zwischendurch auch mal so ein paar Kommentare gelesen, wo auch immer wieder die Frage entsteht, wo ist dieser Bauserver, wie kann ich ihn erreichen? Also der Bauserver ist Stand heutiger Aufnahme schon online, aber noch nicht freigegeben, weil wir noch so ein, zwei Sachen organisatortechnisch, also organisatorisch sozusagen, besprechen müssen, damit eben nicht irgendein Typ daherkommt und einfach das Gebaute von dem anderen kaputt machen kann. Deswegen überlegen wir uns gerade, wie wir das am besten lösen können, damit auch wenn du sagst, du schaffst es heute nicht fertig zu bauen, das auch noch stehen bleiben kann und du es dann auch morgen, also sprich nächsten Tag, noch wieder vorfindest. Das ist mir sehr wichtig, dass da eben nicht irgend so ein Hyopike auf den Server kommt und sagt, mach kaputt. Damit eben der andere ausgestochen wird und ich die bessere Chance habe zu überleben, sozusagen. Und das will ich halt vermeiden, weil da möchte ich schon wirklich Gleichberechtigung für alle haben. Ohne Witz. Da bin ich wirklich dafür, dass jeder eben sein Gebautes dann auch noch über ein, zwei Tage behalten kann. Weil man schafft es natürlich nicht, an einem Tag so weit fertig zu bauen, sein Schiff, dass es dann auch wirklich hundertprozentig zufriedenstellend ist. Ich kenne das selber. Dann vergeht einem die Zeit und man ärgert sich, wenn man dann sieht, oh, hätte ich mal doch nochmal das andere und ich hätte ja gerne hier noch und da noch und das ist mir dann doch zu kurz und... Hä? Hatte ich nicht hier? Das war doch... Hä, was war denn das? Eichensetzling. Wir brauchen Schwarzeiche. So. Und, nee, wie gesagt, ich kenne das selber. Also ich hätte auch immer ganz gerne noch so 1, 2, 3 Minuten länger Zeit, wo man dann tatsächlich einfach mal ganz straight nochmal in Ruhe überlegen kann, habe ich alles, was ich machen wollte? Fehlt noch irgendwas im Detail? Man kennt es. Und dementsprechend, das überleben wir halt, der Jojo und ich, der Zocker-EP, wie wir das für alle am optimalsten, am einfachsten lösen können, dass tatsächlich, wie gesagt, das ganze, du Arsch, das ganze Gebaute dann auch noch da ist, sozusagen. Wenn du morgen aus der Schule kommst und auf den Server gehst und sagst, ich baue mal weiter. Ne, nicht, das ist halt so der Knackpunkt. Deswegen, also wir haben auf jeden Fall ein Formular vorbereitet, weil wir machen das Ganze per Whitelist, haben wir uns überlegt. Das soweit kann ich schon mal verraten.
Dementsprechend musst du ein Formular ausfüllen. Ich weiß, es ist gerade so ein bisschen umständlich, aber anders ist es uns jetzt erstmal so nicht, mit unseren Mitteln erstmal nicht zu lösen. Deswegen habe ich gesagt, wir machen ein Formular, damit wir dann eben den Spieler auf die Whitelist setzen können, dass wir ein paar Informationen auch vom Spieler sammeln, sprich Name, also Vorname natürlich. Ob du auch den Nachnamen mitteilst, ist deine Sache. Ich würde es nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Vorname reicht mir. Auf jeden Fall dein Minecraft-Ingame-Namen, den brauchen wir, damit wir den auf die Whitelist setzen können. Und so ein, zwei, drei andere Fragen haben wir da noch. Das ist ein Dokument. Und dann kriegst du per E-Mail quasi die Adresse von dem Bauserver zugesandt. Und keine Panik, man hat noch wirklich genug Zeit, um sich da was einfallen zu lassen. Also es kommt auch jedes Mal was anderes, eine neue Möglichkeit, sich zu zeigen. Eichen, Schwarzeiche, genau, sich zu zeigen, so dass man da eben nicht in Bedrulle gerät und sagt, oh toll, jetzt hat er schon einen gefunden. Ich hätte es aber auch gerne noch gemacht und mich gezeigt und so. Ist alles noch möglich? Überhaupt kein Problem. So, dann haben wir. Ah, mir fehlt einer. Dann haben wir auf jeden Fall. Auch die Chance gleichberechtigt. Also, so dass wirklich jeder von euch damit machen kann. So viel. zu der Sache mit dem Bauserver. Also, es ist in Arbeit. Da bitte nicht verzagen. Es könnte nur sein, dass es ein, zwei Tage länger dauert als geplant. Wie gesagt, ich bin auch nicht darauf vorbereitet gewesen, dass es tatsächlich so eine Riesennummer wird. Mit dem Poppyhausen 2 habe ich ernsthaft nicht mit gerechnet, dass es wirklich so extrem wird. Da bin ich auch echt dankbar drüber. Also ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie viel Anklang dieses Projekt gefunden hat. Also da vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Freunde. Das muss ich ja wirklich mal so sagen. Habe ich auch Glas noch im Repertoire? Ja, habe ich. So. Dann machen wir hier wieder Glas hin. Und dit und dit und dit. So. Möchte ich mal behaupten. Ist das okay? Nochmal eins, zwei, so, so. Okay, dann müssen wir hier oben wieder einen hinsetzen. Da. Und da. Und da. Und da. Geilstes Kommentar ever, ne? Ich weiß, ist voll in Laune. So. Und so? Voll geil, ey. So. Möchte ich mal behaupten, wie ich so mit dem Kopf gerade voll zur Seite gegangen bin. Einfach godlike. Wenn ich jetzt die Kamera angehört hätte, ihr hättet euch totgelacht. Weil ich einfach so an der Seite geguckt habe und da mit dem Kopf auch wirklich dran vorbeigelatscht bin. Du Trollo, als ob du da mehr siehst. So? Zwei nebeneinander? Ja, zwei nebeneinander. Das müssen wir auf jeden Fall haben. So läuft das. Und nicht anders. Mein Freund. Okay. Es war letztes Mal schon echt schwierig, das beizubehalten. Okay. So. Und so. Richtig? Ich glaube ja. So haben wir jetzt zwei. Ich glaube, das ist okay. Nein! Doch nicht. Müssen wir den hier wegmachen? Wo haben wir es denn? Ach, das ist eine Ebene. Der ist zu viel. Wolle. Holz, Holz. Wolle, Holz, Holz. Ja, richtig gut. Der ist zu viel. Ein zu früh. Genau. Okay, pass auf. Dann müsste das ja eigentlich jetzt recht identisch aussehen, das Muster. Ne? Ja, voll gut. Okay, dann können wir nämlich hier über der Tür noch die Gaube machen.
Würde ich mal so behaupten. Wo? So? Doch, ich glaube, das ist cool. Ist voll easy, Alter. Ist voll easy. Ist voll easy. Ja, morgen möchte ich ankündigen, kommt ein neuer Besucher in die Stadt. Und ich hoffe, wir werden ganz viel Spaß haben. Ich weiß allerdings nicht, für wie lange der neue Besucher da bleibt. Ob der jetzt nur eine kurze Zeit bleibt oder doch für länger. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Es ist ein Mensch, mit dem habe ich schon ein bisschen was gemacht. Und wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Und das war auch so die erste Person, an die ich erstmal so gedacht habe. Weil diese Person nach wie vor noch aktiv auf YouTube ist. Auch nicht so ein riesen großer YouTuber, natürlich nicht, aber ein Fundskerl, mit dem man echt Spaß haben kann. Und ich glaube, spätestens, mach Platz, spätestens nach dieser Aussage werden viele von euch wissen, wen ich gemeint habe. Ansonsten, wer es nicht weiß, morgen natürlich auf diesem Kanal wird das große Geheimnis gelüftet, wer denn der Besucher ist. Oder neue Bewohner oder wird auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber wir lassen uns überraschen. Ich weiß nämlich nicht, ob der Besucher Bock drauf hat, hier länger zu machen. Länger zu verweilen. Und mir straight einfach auf die Nerven gehen möchte. Aber ich habe es mir ja ausgesucht. Natürlich, ich mache es gerne. Also ich finde es auch immer ganz toll, wenn wir hier ganz, ganz viele Leute sind. Habe ich schon mal gesagt. Das ist so eine Hausnummer gewesen, wo ich eigentlich gesagt habe, ich mache dann Singleplayer draus. Wo dann jetzt doch so ein riesen Gerät draus geworden ist. Ich bin da, ich kann das echt immer wieder sagen, ich bin total überwältigt über die Reaktion von euch einfach auch und über die Resonanz, über die Teilnahme. Es ist, aua, es ist tatsächlich, ich komme da im Moment nicht wirklich drauf klar. Also auch jedes Mal, wenn ich auf der Arbeit bin und die Kollegen dann mal fragen, Poppyhausen, ist ja doch recht cool. Ich habe das absolut nicht erwartet. Ich habe da zum Beispiel einen neuen Arbeitskollegen. Der ist erst seit kurzer Zeit bei uns in der Firma. Und der hat vorher nie wirklich was mit Minecraft zu tun gehabt. Der hat da mal reingeschaut, hat da mal gefragt, während Mine Faction noch gelaufen ist. Hier, Olli, wie sieht das aus? Wenn ein neues Projekt startet, sag mal Bescheid. So, dann ist ja Space Astronomy angefangen, wo ich gesagt habe, ja, hier, guck mal da rein und fand das schon geil. Also da hat er schon gesagt, oh cool, ist schon richtig cool, was man da so machen kann. Hat er selber auch nicht mit gerechnet, dass das so mächtig sein kann. Und hat tatsächlich dann gesagt, ich gucke mal weiter. Also er ist jetzt länger schon mit dabei und ich denke mal, er wird auch dieses Projekt mitschauen. In diesem Fall liebe Grüße auch an dich. Was ich immer wieder super genial finde, dass eben solche Leute, die eigentlich mit Minecraft nie irgendwas zu tun hatten, tatsächlich hierbei kleben bleiben. Ob das daran liegt, dass ich eben nicht so der typische Minecraft-Spieler bin, wie man es sonst so kennt von YouTube. Jung, laut, große Klappe und wie auch immer. Stattdessen bin ich halt alt, leise und habe trotzdem eine große Klappe. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ich stehe halt einfach schlichtweg dazu. Jetzt ist die Frage, ob das klug ist, mit Schwarzeichenholz ein Dach zu machen. Egal. Ich mache es. Nein, nicht so. Ist runtergefallen. Ich muss eh gleich runter, weil ich sehe nämlich nichts mehr. Deswegen, ich glaube, ich tobe noch mal ganz kurz runter in meinem Bett und gehe noch mal pennen. Wobei ich auch sage, pass auf, ich lege mich erstmal schlafen. Ganz einfach. So, jetzt haben wir noch mal Tag und ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Doch, mit dem Dachüberstand ist ganz cool. Wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Da bauen wir dann das Dach einfach mal ganz straight weiter und dann lassen wir uns überraschen, wer uns denn hier besuchen kommt. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Bewertet den Part auf jeden Fall. Lasst einen Kommentar da und
wenn nicht schon das Infovideo rausgekommen ist, also ich mache definitiv ein extra Infovideo drüber, wegen dem Bauserver. Wenn das nicht schon rausgekommen ist, denke ich mal, sollte es spätestens morgen oder übermorgen rauskommen, wo dann alle weitere Fakten drin vorkommen, vorgestellt werden und aufgezählt werden. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bis dahin, tschüss.